Telepathie. Der Begriff Telepathie wurde 1882 von Frederick Myers eingeführt. Es handelt sich dabei um die Bezeichnung für die Übertragung von Gedanken oder Empfindungen von Mensch zu Mensch. Wissenschaftlich gehört diese Fähigkeit in den Bereich der Parapsychologie. Es gab Versuche, die Telepathie zu beweisen. Lange Zeit galt sie als nicht bewiesen und in den Augen von Wissenschaftlern als unglaubwürdig. Ist die Telepathie tatsächlich nicht bewiesen? Oder gibt es doch Hinweise, dass Telepathie möglich wäre? Das Prinzip der Telepathie ist leicht erklärt. Ähnlich eines Gerätes zur Datenübertragung soll Telepathie wie folgt funktionieren. Auf der einen Seite gibt es den Sender, denjenigen, der jemanden eine Nachricht übermitteln möchte. Durch die Kraft seiner Gedanken soll er Informationen erstellen und diese an andere Personen übermitteln. Auf der anderen Seite gibt es den Empfänger, an welchen sich eine Nachricht richten soll. Das bedeutet, es findet eine Interaktion zwischen Sender und Empfänger statt. Und es müsste ein Raum existieren, in dem sich Gedanken übertragen. Wir können uns die Telepathie wie bei gängigen Informationsübertragungen vorstellen, wie beim Telefonieren. Lässt sich Telepathie beweisen? Über das Prinzip der Telepathie wurde nun seit über 100 Jahren diskutiert und bislang war man sich einig, dass diese wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Dennoch hat sich in der Forschung und Wissenschaft der Telepathie einiges getan. Mittels einer Elektroenzephalographie, abgekürzt EEG, sind elektrische Impulse im Gehirn durchaus messbar. Russischen Wissenschaftlern soll es sogar gelungen sein, Bilder zu rekonstruieren, die von Probanden in Echtzeit angeschaut wurden. Dieses Experiment gelang mittels EEG-Elektroden auf dem Kopf, welche Gehirnwellen übertrugen und mit einem Deep Learning KI-Programm in Bilder umwandelten. Im Jahre 2014 schrieb die FAZ, dass es Wissenschaftlern sogar gelungen wäre, die Gedanken eines Menschen aufzuzeichnen, diese per Mail zu verschicken und jene mittels Magnetsimulationen das Gehirn eines Versuchsteilnehmers zu übertragen. Weitere Entwicklungen im Bereich der Telepathie stammen direkt aus der digitalen Welt. Das Stichwort lautet digitale Telepathie. Bei dieser Form der Gerätesteuerung sollen Neuronen im Rückenmark ein Signal an zum Beispiel die Hand weiterleiten, an welche ein Sender getragen wird. Dieser soll die Informationen per Bluetooth übertragen. Ginge es nach visionären Ideen, so sollen künftig im Kopf implantierte Elektroden die Außenwelt mit dem Gehirn verbinden. Das Ziel dieser künstlichen Verbindung zwischen Gehirn und der Elektronik soll vor allem der Wiederherstellung von neurologischen Störungen im Gesundheitsbereich dienen. Als große Vorreiter in diesem Bereich können vor allem Elon Musk, aber auch Facebook genannt werden. Offiziell gilt die Telepathie trotzdem als nicht bewiesen, dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Menschen gibt, die sensitiv für elektromagnetische Wellen und Informationen sind. Was könnte vermittelt werden? Egal ob Bilder, Farben, Töne, Botschaften oder Gefühle, jede denkbare Information, die wir im Alltag wahrnehmen, könnten wir anderen Menschen schicken. Chancen und Gefahren von Telepathie. In der Telepathie liegt die Chance, weit entfernte Menschen mental zu erreichen, sie im positiven Sinne zu bestärken, zu heilen, zu beschützen oder sie aufzumuntern, ihnen Kraft zu geben oder wichtige Botschaften zu empfangen. Falls Telepathie möglich wäre, wäre es denn dann auch nicht denkbar, dass man sie für negative Zwecke missbrauchen könnte? Dabei ist es nicht die Telepathie, die schadet, sondern die Person, welche dieses geistige Werkzeug für eigene Zwecke missbraucht. Voraussetzungen für Telepathie. Unter Menschen, die sich aktiv mit der Telepathie beschäftigen, heißt es, dass Telepathie nur funktionieren kann, wenn zwei Menschen sich emotional auf einer Ebene bewegen. Das bedeutet, dass die emotionale Verfassung, auch Empathie genannt, eine essentielle Rolle spielt. Zur erfolgreichen Telepathie bedarf es sozusagen der gleichen Wellenlänge zweier Menschen. Neben der Empathie stellen tiefe Entspannung und ein Ruhezustand des Geistes eine Voraussetzung für die Telepathie dar. Anleitung zur Telepathie. Vor der eigentlichen Telepathie sollte sich der Sender in einen völlig entspannten Zustand der Gedankenleere bewegen.
Je nach Belieben ist hier eine Entspannungsübung oder Meditation bzw. Rückzug aus dem Alltag zu empfehlen. Im nächsten Schritt ist es wichtig, sich die Person vorzustellen, die erreicht werden möchte, und sich empathisch mit ihr zu verbinden, das heißt Gefühle für diese Person zu entwickeln. Diese entsprechen der direkten Leitung zum Empfänger. Je stärker die Gefühle, desto intensiver soll die Gedankenübertragung funktionieren. Je mehr empfunden wird, desto besser. Sympathie verstärkt den Effekt. Nun kann man sich auch eine direkte Leitung zu dieser Person vorstellen, die erreicht werden möchte. Als nächstes werden die eigentlichen Gedanken formuliert, die über diese Leitung gehen sollen. Das kann eine Botschaft, eine Frage oder ein besonderes Anliegen sein. Dazu stellt man sich die Person bildhaft vor und sagt ihr die Nachricht, welche sie erreichen soll. Das Ausatmen kann zu Hilfe genommen werden. Beim Ausatmen denken wir uns, wie die Botschaft uns verlässt, um den Empfänger zu erreichen. Alternativ können wir auch visualisieren und die Botschaft in einen Ball packen, welchen wir zum Empfänger werfen. Wir können uns vorstellen, wie die Person uns zuschaut, während wir die Gedanken im Geiste formulieren. Ein mehrmaliges Wiederholen der Botschaft soll die Übertragung der Gedanken fördern. Im nächsten Schritt stellt sich der Sender vor, wie der Empfänger reagiert, wenn ihn die Gedanken erreichen. Es ist förderlich, sich in diese Reaktion hineinzufühlen. Wenn die Botschaft angekommen ist, fühlt normalerweise der Sender der Botschaft innerlich, dass diese angekommen ist, denn Telepathie entspricht einer Verknüpfung von Seelen. Beim Versenden der Botschaft kann die Stirn als warm empfunden werden. Zur Übung oder als Routine können wir telepathische Fähigkeiten üben und trainieren, indem wir täglich geliebten Menschen Botschaften der Liebe übermitteln. Empfangen von Botschaften. Dazu ist es wichtig, sich auf den Hinterkopf bis runter zur Schulterpartie zu fokussieren. Gelegentlich entsteht dort eine leichte Spannung, wenn uns Botschaften erreichen. Diese kann sich wie ein Kribbeln auf der Hautoberfläche anfühlen. Wenn eine Botschaft angekommen ist, sollten wir versuchen, uns einen Sender vorzustellen, die Person, zu der diese Botschaft am ehesten passt. Hier müssen wir uns in die Botschaft hineinfühlen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Person, die uns zuerst in den Sinn kommt, der Versender ist. Grenzen der Telepathie. Das A und O der Telepathie ist die zwischenmenschliche Beziehung. Wer keinen Draht zu einem Mitmenschen hat, kann diesen in der Telepathie kaum erreichen. Je stärker die Verbindung auch zu Fremden, desto stärker der Effekt. Daher funktioniert Telepathie unter Freunden, Verwandten und Bekannten am besten. Wer sozusagen Fremde telepathisch erreichen möchte, sollte sie vorab persönlich angesprochen haben. Theoretisch könnten uns Menschen aus der Medienwelt in der Tat telepathisch erreichen, wenn wir uns intensiv mit ihnen in den Medien beschäftigen und eine Verbindung zu ihnen aufbauen. Risiken der Telepathie. Für den Fall, dass Telepathie tatsächlich funktionieren könnte, wäre es denn dann auch nicht denkbar, dass man sie für negative Zwecke missbrauchen könnte? Das bedeutet, Menschen könnten, ohne es zu wissen, angesprochen werden. Diese Informationsaufnahme von außen wäre am einfachsten, wenn der Empfänger Informationen erhält, ohne jene zu kritisieren. In diesem Fall werden sie einfach akzeptiert und als eigene Meinung übernommen. Aus telepathischer Sicht ist es kaum möglich, Menschen mit einem starken Charakter zu manipulieren. Es ist grundsätzlich von Vorteil, sich aktiv vor Manipulationen zu schützen. Schutz vor telepathischen Angriffen. Vorsicht gilt speziell bei Fremden. Vermeidung von direktem Augenkontakt. Überfüllte Orte meiden, Abgrenzung von privaten und öffentlichen Themen bei Fremden. Innere Ruhe und Kraft sammeln, sich zentrieren. Einen klaren Kopf behalten und nicht aus Angst oder Stress heraus handeln. Aus eigener Überzeugung handeln und nicht aufgrund von äußerem Druck. Wie bemerke ich telepathische Angriffe? Man sagt, wer telepathisch angegriffen wurde, handelt oder denkt nicht wie er selbst. Stattdessen fühlt er sich gesteuert. Ein weiteres Merkmal soll starke Müdigkeit im Alltag sein. Fazit: Ich finde, Telepathie ist eine wunderbare Sache.
Wissenschaftlich wurden uns einige Hinweise gegeben, dass wir Menschen sehr wohl imstande sind, Nachrichten mit unseren Gedanken zu verschicken. Telepathie ist eine Wissenschaft, die wir durchaus im Auge behalten sollten. So fantastisch die Möglichkeiten der Telepathie sind, so bewusster sollten uns Gefahren der Telepathie sein.